So, das kann jetzt länger dauern, bis wir da sind. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Okay. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt ganz schnell mal das Ding finden, was ich brauche, um das Toxische da wegzukriegen. Ich weiß gerade nicht, wo ich es finde. Ich weiß gerade nicht, wo ich... Oh. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee, in diese Richtung zu segeln. Lol, was war das? Okay, das war mein Schild. Das war einfach nur mein Schild, was da gerade runtergeknallt ist. War das laut, ey? Bin minimal erschreckt. Ich brauche unbedingt einen anderen Platz. Dafür. Gut, ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Wir schauen einfach. Wir schauen einfach, ob wir durchkommen. Ich meine, mehr als umdrehen können wir nicht. Da kommen wir nicht durch. Das. Wow, das, war mir jetzt knapp. Ach, die Kacke. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber. Ja, ich kann schießen. Beim Cheaten. Da hinten ist ein Schiff. Wenn Gera durchkommen würde und nicht in die falsche Richtung schwimmen würde. Also wir haben ein paar Schleichs an Booten. Das ist nicht von schlechten Eltern. Dann segeln wir am besten rüber und versuchen Orten ins Geisterkauf. Ja, und da müssen wir also hin. Das kann lustig werden. Das sieht so leicht nach Sturm aus. Oh, Schmugglerversteck. Ja, dann suche ich jetzt mal nicht nach. Ich will gerade einfach nur zu dieser Insel kommen. Dann habe ich schon ein gutes Stück Weg zurückgelegt, aber... eilig. Desto schneller wir die Nebenquests jetzt durch haben, desto schneller können wir auch mit der Hauptquest weitermachen.
wir haben es gleich. Lass mich raten, er ist bestimmt in den Turm da hinten drin. Eigentlich könnten wir ja jetzt schon nach etwas gucken, wo wir gleich das Boot anlegen können. Genau da. Das sieht relativ verlassen hier aus. Oh Gott. Worauf haben wir uns hier nur wieder eingelassen? Achso, wir können ja einmal schon mal speichern. Einmal sichern, dass wir hier angekommen sind. Und jetzt irgendwie versuchen, da hochzukommen. Ich gehe gerade keine Rutsche gleich wieder hinten runter. Nee, doch nicht. Oh. Den hat's erwischt. Ich frage mich manchmal, warum manche Brücken hier bei Woodshore nicht einfach... Au. Einfach abbrechen. Ist das klug, was wir hier machen? Ne, wir müssen genau nach links. In diese Richtung müssen wir. Ne. Doch, wir waren richtig. Ja, jetzt sind wir richtig. Nice. Na, weißt du, dass wir da sind? Ist jetzt nur noch ein Gefühl, dass er gleich Hallo sagt. Und am besten steht hinter dir. Hallo. Wie schmeckt dir das, Silber? Was? Nach meinem kleinen Hüt, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Haar mit der Pfeife, meine Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, mein Lieblingsbett. Die schwindenden Kräften, mein Atem mir stockt. Der Wind pfeift mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, mich zu verlassen, Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte. Bisschen Musik, während man kämpft. Auch schön. Gute Gesangseinlage. Her, du. Und hier, hallo. Alter. Wie früh soll ich denn noch schlagen? Jo. Ich kenne das Lied.
Was machst du hier? Schaut, Männer, noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Was? Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen. Wie die anderen. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot. Hab die Segel genäht. Bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Götter in der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der junge Ankret war auch dabei. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilmar? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Mhm. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Nee, kannst nicht du nicht ganz. Auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Ich kenne eigentlich nur Nadel und Faden. Also das Lied von, ne? Edna bricht aus. Nee, Edna. Haben wir's neue Augen? So hieß es. Okay. Ich glaube, dass der Kerl ein bisschen irre ist, aber. Bisschen irre scheint. Apropos, warte mal. Nee, nicht das, sondern einmal kurz meditieren. Weil wegen. Oh. Ja, ich habe übersehen, dass die. Der ist. So, aber jetzt hoffe ich. Ja. Mhm.
Als erstes möchte ich hier hin und möchte einmal kurz nachgucken. Sie wurden angegriffen. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Kämpften barfuß. Die Sirenen haben sie wohl überrascht. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Eins. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Mehrere Personen haben ein Boot in Richtung Norden gezogen. Na gut, folgen wir erstmal das, dem hier. Ja, relativ viel, was man jetzt hier tun könnte. Aber jetzt. Nee. Ja, warum kann ich es denn nicht untersuchen? Ich würde es gerne untersuchen, aber ich kann nicht. Lass sie nicht untersuchen. Jetzt. Sollte wahrscheinlich repariert werden. Überlegende Katze. Chalmers Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Was mag seinen Leuten passiert sein? Sirenen. Kampfspuren. Der Riese hat sie gejagt. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Dann folgen wir den Spuren weiter. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Blut. Sehr viel Blut. Hier geht's dann weiter. Aber er sagt da nichts weiter zu, okay. Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Ist hier entlang. Das ist sehr interessant. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Was ist, wenn wir trotzdem springen? Okay. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ist tief, so dass man nicht stirbt. Eine weitere Form von den Viechern. Zwei reichen ja auch nicht. Das war einfach. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen.
hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Aber mehr? Doch hier. Hier geht's noch weiter. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Nicht mal so viele. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Wundert mich nicht. Ich glaube, es gibt auch nicht viele, die wirklich gegen die Renentapien kämpfen können. Ja, warte mal. Ah. Okay. Der Tunnel ist eingestürzt. Also hier ging es auf jeden Fall noch lang. Hat den halben Köcher abbekommen. Nur den halben? Was Schlinger. Aua. Oh Gott. Okay. Wir müssen einmal hier den anderen Weg lang. Dass sie bis hier noch überlebt haben. Die Speisekammer des Riesen. Er hat einige Männer angeheuert, aber von Hjalmar fehlt jede Spur. Ich muss weitersuchen. Hjalmar ist hier vorbeigekommen, ganz sicher. Und wieder hinter jemandem herrennen. Und schon wieder irgendeine Errungenschaft. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Aber das ist, glaube ich, nicht die Spur, der wir folgen sollten.
Aber wir müssen hier ganz woanders hin. Ich hab da... Zeig mir die Vorratskammer, dann zeig ich dir die Mäuse. Von hier kamen wir. Okay. Ja gut, dann das Einzige, was uns dann noch weiterführen würde, wäre halt der Weg da zurück, ne? Der hier. Noch eine Spur. Ja, und der Spur müssen wir folgen. Ist ganz schön schnell, der Junge. Ich gehe nur nicht, dass die immer alle wegrennen müssen. So, und gleich ist er im Wasser und dann finden wir ihn nicht mehr. Na nee, doch nicht. Zur nächsten Hütte. Oder? Nee, doch. Wir sind nochmal ein bisschen weiter gerannt. Der Riese kam den Berg runter, stürzte ins Dorf und hat das Tor von innen eingetreten. Ich hab sie gleich gelegt auf. Huch. Ah! Ich schon wieder. Die einfach jedes Mal zu spät angreift. Oh, der Typ ist gerade auf. Das war knapp. Eine haben wir. Danke, Weißer. Ohne dich hätte das sicher länger gedauert. Und ich muss mich um Life kümmern. Die Schweine haben ihm fast die Gedärme rausgerissen. Wir beide sind als Einzige übrig. Der sieht nicht gerade lebendig aus. Oh, stimmt. Du weißt es vielleicht noch nicht. Ich bin Chalmar an Kreid. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Geralt von Riva. Der Geralt von Riva? Aus der Ballade von der Zauberin und dem Hexer? Du lebst noch. Sieht so aus. Richtig, verzeih. Hab nur gedacht, dass alles so lang her ist. Mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Nun, was suchst du auf Undweg? Dein Vater hat mich geschickt. Er braucht dich auf Arzgellig. Unmöglich. Vater weiß, dass ich erst zurückkomme, wenn der Riese tot ist. Es hat sich was geändert. Auf Arzgellig wird das Schicksal der ganzen Skelligen entschieden. Sie bereiten die Wahl eines neuen Königs vor. Das Schicksal der Skelligen entscheidet sich hier. Wenn ich diese Tat vollbringe, haben die Götter mich zum Herrschen auserwählt. Die anderen Thronanwärter warten bereits in Caer Trolde. Dann muss ich mich wohl beeilen. Zeit, dem Riesen gegenüberzutreten. Kommst du mit? Ich nehme an, du willst gegen den Riesen kämpfen. Mit mir oder ohne mich. Natürlich.
Aber erst muss ich mich um Life kümmern, ihn in Sicherheit bringen. Life ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig, hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen, bei den Knochen seiner Vorfahren. Ich hab doch gesagt, er ist tot. Sogar mehr als tot. Gehen wir. Beeilung, kein Herumgetrödel. So wie Krach. Warum sind wir jetzt den oberen Weg gegangen? Wir hätten noch einfach geradeaus gehen können. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Hab ich schon gehört. Und gesehen. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Noch nicht ganz. Erst müssen wir überleben. Das stellt sich bestimmt als etwas schwieriger heraus als gedacht. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Wieso wirkt er nicht einfach Art? Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Ankret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Ankret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Okay. Wir sollen Schnee meiden. Halt! Nicht näher ran! Der gehört mir! Hey, lass mich raus! Schnell! Ja, was soll ich jetzt aber tun? Wir speichern erstmal. Ich weiß nicht, ob der so klug ist. Verschwinde! Der Hurensohn gehört mir! War klar. Halt's Maul, du Idiot. Das war so klar. Hallo. Ich hab's perfektet. Aua. Ich hab auch Gefühle. Geh dann meine. War schön mit euch.
Warum ziehst du jetzt? Schon? Ja, komm. Ich wollte gerade sagen. Noch ist er nicht. Oh. Ganz tot. Vigi, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Vigi war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Das stimmt. Verschwinden wir von hier. Gehen wir. Segelst du zurück nach Artskellig? Ja. Schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Können wir alleine segeln? Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester! Aber sie ist... eine Frau. Sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Sie wollte Udalrik helfen. Glaubst du nicht, dass sie es schafft? Bei den Göttern. Ceres! Ah, Hexer. Bist du zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Weiß ich noch nicht. Dein Vater hat mich darum gebeten, aber was, wenn ich ihr helfe, sie gewinnt und dann zur Königin der Skelligen gekrönt wird? Du hast mir auch geholfen. Dann stehen die Chancen gleich und den Rest entscheiden die Götter. Ich dachte, du würdest ihnen nicht blind vertrauen. Ich will ihnen noch eine Chance geben. Mach's gut, Hexer. Leb wohl, Ankret. Okay. Gut. Ja, von hier aus würde ich dann direkt eine Reise machen. Jetzt einmal kurz gucken. Was wir jetzt nächstes tun. Ah, ne, das nicht. Mal gucken, wo Ceres ist. Ja, gut, das wäre das nächste. Oder das hier. Machen wir mal als erstes. In meiner Freyas Garten zurück. Lang ist der. Tatsächlich sogar. Hier waren wir, glaube ich, beim 24-Stunden-Stream. Also an Ostern waren wir zuletzt. Davor, als wäre das Jahre her. Dann müsste, glaube ich, 2 Wochen ungefähr her sein. Müde. Wie müde ich bin. Wolken verfinstern den Himmel. Die See ist in Aufruhr. Verteidige uns, große Mutter. Du gibst uns Liebe. Hass geht dir besser. Aber für... warum hat die Göttin dich hergeführt? Ich bin von ganz allein gekommen, scheint mir. Du verehrst Freya nicht. Nein, aber ich respektiere die, die es tun. Auch ihre Priesterinnen. Das ehrt dich, ist aber ohne Belang.
Freya belohnt und straft Andersgläubige und Ungläubige ebenso wie die, die sie verehren. Es hilft zwar, wenn du sie anbetest, aber es löst nichts. Was brauchst du? Leb wohl. Ich glaube, hier ist die Peitsche. Sei gegrüßt. Morgwark, ich habe noch ein paar Fragen. Ja, was gibt's? Angeblich habt ihr ein Problem namens Morgwark. Ich könnte mich darum kümmern. Tu das. Das freut mich, aber mir gefallen klingende... So siehst du aus. Keine Sorge, ich zahle. Aber nur, wenn du uns ein für alle Mal von Morgwark befreist. Es haben schon ein paar Männer geschafft, Morgwark zu töten. Doch durch einen Fluch kehrt er immer zurück. Leb wohl. Möge die Göttin dich vor... Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Okay. Hass und Stärke. Also müssen wir tatsächlich nochmal gegen das Viech kämpfen. Interessant. Ja gut, das macht das Ganze dann ein bisschen komplizierter. Kein Problem. Ich fürchte ja, dass das jetzt irgendwo in irgendeiner Höhle drin ist. Auf jeden Fall in der Nähe sein. Wir haben ihn hier einmal getötet. War da oben. Gab es hier nicht irgendwo Höhlen? Der Feigling hat Morgwark die Tür vor der Nase zugeworfen. Achso. Ja, das ist hier noch vom... Morgwark gibt nicht so einfach auf. Also da drin ist er. Wie gesagt, ich müsste eigentlich nur den Weg in die Tunnel finden.